BR-628, die Einführung. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit besonders wichtigen Fahrsteuerungen. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Ach ja, Freude, guten Laune und der beste Unterhaltung. Und damit hallo, herzlich willkommen beim wunderschönen guten Tag zu einer neuen weiteren Folge und zur Einführung der DB BR-628. Punkt Nummer 2, eines der beiden Züge bzw. eines der beiden Triebwerke hier bei der neuesten Add-on-Ausführung von TSW3, der Niedertalbahn. Das muss ich mir ganz kurz mal durchlesen, Verzeihung, ich habe nicht mal alles im Kopf, von Bad Wilbel nach Stockheim. Ich muss dazu sagen, ich habe am Anfang echt Stockholm gelesen, als ich gemerkt habe, dass heute bzw. gestern das neue Add-on herauskommen ist und deswegen auch heute leider wieder nur TSW, vielleicht in mein Rahmenprogramm, aber ich glaube, das ist nicht weiter schlimm. 3 neue Videos, wo ich euch jetzt einfach mal das Ganze ein bisschen hier vorstellen möchte und ja, das ist wie gesagt die BR-628. 28.2, die hatten wir schon in der Streckeinführung gesehen und die werden wir heute das allererste Mal steuern und ein bisschen kennenlernen. Also würde ich mal sagen, steigen wir ein, machen wir uns das jetzt einfach mal gemütlich, Menü ist an. Und ich bin mal gespannt, ganz ehrlich, wir hatten nämlich in der Streckeneinführung auch den Fahrkartenkontrolleur, sage ich jetzt einfach mal. Der saß hier, der geht dann wahrscheinlich durch und kontrolliert die Fahrkarten. Wir gehen mal ganz kurz gemeinsam ein bisschen durch den Zug hier. Schlicht gestaltet, typisch 90er, da ist nicht viel mit Style da in der Man muss auch dazu sagen, die 90er waren echt irgendwie ein Jahrzehnt der Farbe braun. Also wenn ich so überlege, auch in meinem Billardverein damals, braun. In Altbauwohnung braun, irgendwie war braun, orange, so diese Töne waren immer so ein bisschen gegeben. Das hat sich natürlich alles, ihr seht ja auch hier, die Wände sind selbst orange, das hat sich natürlich alles ein bisschen gegeben. Hier die erste Klasse in blau gehalten und Nichtraucherabteil, hier haben, ein Raucherabteil, Verzeihung, und hier ist Nichtraucherabteil. Ich weiß gar nicht, ist hier irgendwo ein Raucherabteil eigentlich? Ja, hier ist auch Raucherabteil, also wir haben wahrscheinlich hier ein Raucherabteil und hier ist höchstwahrscheinlich ein Nichtraucherabteil. Oh, ich habe ordentlich getrennt, war 50-50. Gut, legen wir mal los. Lange Rede, kurzer Sinn. Einfach gehalten, die Bahn, aber wunderschön. Wir machen jetzt mal hier die Türchen zu. Und hier sind wir quasi in unserer Kommandozentrale. Fügen Sie den Richtungswender ein, um das Hauptpult zu aktivieren. Stellen Sie den Richtungswender auf die Vorwärtsposition, um den Motor zu starten. Könnt ihr natürlich wie immer manuell machen, also jetzt hier mit A gedrückt halten und zum Beispiel nach hinten für rückwärts. Ihr könnt aber natürlich auch mit Steuerkreuz das machen. So, stellen Sie Signalleuchter auf Spitzensignale. Aus Spitzensignale. Halten Sie nun den Schalter der Motorgruppe 1 für mindestens 3 Sekunden in der Position Start. Motorgruppe 1, das heißt, wir müssen zack. Motorgruppe 1 und 3 Sekunden halten. Um den hydraulischen Antrieb zu aktivieren, muss der Netzschalter aktiviert werden. Okay. Stellen Sie die Taste für den Führerbremsventil auf zugeschaltet. Okay, wir müssen mal kurz mal gucken, wo was hier ist. Nein, 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 ich wollte jetzt nicht Gas geben. Okay, das kann ich jetzt so separat, das muss ich jetzt anscheinend... So, wo haben wir das? Zugeschaltet, so. Sie können die Bremsen jetzt lösen, indem Sie den angezeigten Hebel einstellen. Das wäre nämlich der hier. Wir können es aber auch mit der LB-Taste oder der L1-Taste machen. Erhöhen Sie die Leistung ein wenig und der Zug wird anfahren. Ich glaube, wir müssen aber noch die Türen zumachen. Das machen wir auch mit Steuerkreuz jetzt nach links. Oh, ist das herrlich. Gut, legen wir los. Also, wir können jetzt die Leistung erhöhen. Das machen wir jetzt hier mit der RT-Taste, R2 auf der Playstation oder ansonsten natürlich hier manuell. Könnt ihr jetzt hier gedrückt halten mit A und nach vorne. Wir machen aber jetzt hier mal Stufe 1 und gucken mal, was er jetzt hier Schönes macht. Ja, er fährt langsam los. Ganz entspannt. Wir machen mal Stufe 2. Ah, schön. Ja du, es muss nicht immer schnell gehen. 15 km/h sollen wir erreichen. Versuchen wir es zu erreichen und dann schalten wir das ganze Gedöns auf Leistung 0. Dass er vielleicht, wenn es so weit geht, auch die Leistung hält. Ah, herrlich. Oh, aber die Spiegel sind...
Naja, gut, die Spiegel sind nicht so schön gemacht. Baureihe 628.2 wurde erstmals 1986 gebaut und war lange Zeit auf den meisten Nebenstrecken in Deutschland im Einsatz. Diese Züge werden bis heute eingesetzt und genießen nach wie vor einen guten Ruf. Sie müssen an diesem Bahnsteig anhalten und die Bremsen langsam betätigen, um zum Stillstand zu kommen. Oh, okay. Was ich ganz gerne mache, wie gesagt, Freunde, denkt immer so ein bisschen daran, ich bin niemand, der eine Riesenaffinität für Züge hat. Ich finde solche Spiele extrem schön und versuche sie auch gerade so ein bisschen Anfängern nahezulegen. Deshalb wundert euch jetzt nicht, dass ich Vollgas gebe. Zum einen gucken, was jetzt hier passiert, wenn wir jetzt volle Leistung geben. Und wir werden im letzten Moment erst bremsen, um einfach mal gemeinsam zu gucken, was können diese Bremsen eigentlich, weil es ist halt teilweise immer unterschiedlich von Zug zu Zug. Deshalb werden wir jetzt hier mal richtig schön Leistung geben, richtig schön Schmackes. Wir gucken mal, was hier wirklich dieser kleine Dieselzug eigentlich überhaupt kann. Und wir erreichen schon mal 50 km/h und es geht immer aufwärts. Vielleicht schaffen wir sogar die 100, 120. So, wir fahren einmal einen riesengroßen Bogen. Ihr seht es ja hier ganz gut. Ah, wir gehen auf die 70 zu. Hoppala. Gut, wir halten uns gleich mal bereit. 70 haben wir erreicht. Einmal hier rum, wunderschön gemacht. Dieses Trainingszentrum, muss man echt mal sagen. Bedient sehr viele Elemente der einzelnen Add-ons. Das war manchmal nicht immer das Gefühl, als wäre man in so einem Trainingszentrum, sondern es wäre man zum Beispiel wirklich hier in ein Inhaltspaket dieses Add-ons. So, an einen Ort anhalten. Wir haben jetzt unsere 80 km/h. Ich würde sagen, das reicht erstmal aus. 80 km/h, 300 Meter. Und jetzt gehen wir mal voll in die Eisen. Vollbremsung. Und guck mal, einer, schau. Bremst aber ordentlich ab. So, jetzt nochmal hier maximale Bremse. Bremst doll ab, aber geht sehr schnell von diesem Druck wieder runter. Das ist wirklich schön. Gefällt mir sehr gut. Können jetzt mal ein bisschen die Leistung wieder hochnehmen. Das auch wirklich den Bremspunkt perfekt erwischen. Aber fährt sich sehr solide. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Mal noch ein bisschen nach vorne. Die Fahrgäste sind zwar jetzt gerade gegen die Scheibe geklatscht, aber das ist jetzt auch egal. Und einmal halten. Öffnen Sie die Fahrgasttüren, um den Fahrgästen den Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Das gucken wir uns auch mal wieder an. Da. Ach, schön. Ach, traumhaft schöne Grafik. Traumhaft schöne Grafik. So, Türchen wieder zu. Und jetzt sollen wir einen weiteren Ort anhalten. Das ist Metro Nord. Das ist meistens auch schon die Endstation auf unserer Trainingseinführung hier. Und so haben wir eigentlich schon im Großen und Ganzen alles ein wenig kennengelernt. Wir nehmen natürlich jetzt hier einmal Bremskraft weg, lösen das Ganze und dann können wir auch schon wieder beschleunigen. Jetzt kommt ein kleiner Test. Es ist natürlich jetzt hier alles ohne großartige, realistische Steuerung bei meiner Wenigkeit. Also ich habe sehr viele, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Fahrhilfen drin. Trotzdem gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt auf volle Hochtouren auf Stufe 7 hier schon gehen. Was passiert hier mit dem Zug? Dann kann der erstaunlicherweise ab. Es kann aber sein, dass wenn manche Fahrhilfen wegfahren sollten, natürlich es hier Probleme geben sollte. Ihr merkt ja, ich fahre hier ohne großartig SIFA oder und andere Sachen. Wird tatsächlich schon in den Kommentaren so ein bisschen erwähnt, dass ich das vielleicht mal probieren sollte. Ich glaube, ich werde das einfach mal irgendwann hier auch mit der Bahn versuchen. Einfach soll es erstmal gehen und irgendwie hat es ja auch was. Ich gucke mir ab und zu, ich habe jetzt auch jemanden abonniert, einen Lokführer, der von seinem Arbeitgeber die Genehmigung bekommen hat, selbst hier bei seiner Arbeit sich zu filmen. Und das sieht schon mega interessant aus. Also wir können auf alle Fälle mal gemeinsam eine Folge machen. Vielleicht auch gerade hier bei der Niedertalbahn, wo wir das Ganze mal ausprobieren werden. So, wunderbar. 700 Meter, haben wir schon Metro Nord erreicht. Das sieht ungefähr so aus, ist nicht mehr weit, also brauchen wir auch jetzt noch keine Leistung dazugeben. Und dann, Freunde, guten Laune, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Explizit jetzt auch darauf in Bezug, wie euch dieser Zug hier gefällt, die Steuerung an sich und ob ihr schon Besitzer dieses neuen Add-ons seid oder ob ihr es vielleicht vorhabt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich kann es, auch wenn der Preis immer ein bisschen höher ist, aber man sich vielleicht das Geld gut einteilen kann, ich kann es wirklich wärmstens nur empfehlen. Bis jetzt macht es einen sehr, sehr guten Eindruck und ich bin nicht mal beim Szenario, gerade die Szenarien, die ich halt so sehr liebe. Gut, wir müssen jetzt zum Stehen kommen. Ich nehme mal hier 60% Bremskraft. Oh, können ein bisschen was runternehmen. Boah, wollen auch den Rest hier ein bisschen aus. Sehr schön, wunderbar. Guck
Guck mal, ey, ich bin wirklich so euphorisch darüber. Das ist so toll gemacht. Ach. Also stellt euch mal wirklich vor, ihr sitzt jetzt hier und dann kommt ihr an und sagt, ach, guck mal, Tante und Onkel Weg besucht, die machen Kaffee und Kuchen gemacht. Das hat wirklich, also wer wirklich in dieser Zeit aufgewachsen ist, das hat wirklich richtig dollen Charme. Mir gefällt es richtig gut. Und wir sind nicht mehr auf der Strecke von Niedertalbahn. Gut, Tür entriegeln. Und ich glaube, dann war es auch gewesen. Gute Arbeit. Damit ist die Grundeinführung für die Baureihe 628.2 abgeschlossen. Ja, Freunde, gute Laune, das war es gewesen. Das war der BR 628.2. Eine Silbermedaille haben wir immerhin bekommen, weil wir wahrscheinlich einfach die ganze Zeit viel, viel zu schnell waren. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt, wie gesagt, mal ein paar Sachen in die Kommentare. Lasst auf alle Fälle einen Daumen nach oben da. Und ansonsten, Dankeschön fürs Einschalten. Und wir sehen und hören uns denn höchstwahrscheinlich beim ersten Szenario oder aber auch beim nächsten Video hier an diesem heutigen Tage. Denn da geht's mit der Einführung der Diesel-Lok weiter, oder beziehungsweise der Rangier-Lok. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.